Hallo zusammen! Vor einer Weile gab es in Instagram ein Projekt, an dem ich nicht vorbeigehen konnte. Eine bekannte Scrapbook-Künstlerin, Jelena Margun, hat ihre Abonnenten eingeladen, einen Männeralbum gemeinsam zu kreieren. In diesem Video zeige ich euch das Ergebnis, aber auch einige Momente aus der Herstellung. Angefangen hat alles mit der Vorbereitung der Elemente. Ich habe Cardstock auf Abmaße geschnitten und gefaltet. Dann noch die Designpapiere dazu. Übrigens, ich habe hier mehrere Kollektionen von verschiedenen Herstellern bzw. auch Reste verarbeitet. Fotos sollten auf den vorderen Seiten immer auf demselben Designpapier platziert werden. So wird eine Einheitlichkeit zwischen den Sammelsurium aus den Designpapieren und Resten hergestellt. Der Fototräger hat eine weitere Unterlage, hier in Unifarben Weiß. Das ergibt einen Rahmen um jedes Foto, was ebenso Einheitlichkeit, aber auch Stabilität und schönes Bild ausmacht. Apropos Stabilität, um die Seiten des Mini-Albums herzustellen, setze ich Pappe ein, die ich rundum mit der passenden Acrylfarbe am Rand abgetönt habe. So in etwa überlege ich, wie ich jede der Seiten gestalte, welche Elemente ich einsetze und wie ich sie miteinander kombiniere und positioniere. Hier habe ich zum Beispiel eine aufklappbare Seite angebracht, so erreiche ich zusätzlichen Platz für weitere Bilder. Aber ihr könnt auch sehen, dass das Designpapier durch eine Schablone weiteren Muster eingetönt gekriegt hatte. So wurden nämlich mehrere Seiten noch mit zusätzlichen Effekten und/oder Funktionen versehen. Das Album soll natürlich schön und interessant werden, das versteht sich von selbst. Einige Seiten haben eine Einstecktasche erhalten oder einen Klappmechanismus. Aber natürlich gibt es jede Menge mehr Einfälle in diesem Mini-Album, die Seiten interessant und andersartig zu gestalten. Jetzt zeige ich noch die Elemente und das Cover, wie ich mir das so denke, dass ich das gestalten könnte. So in etwa wird es vermutlich werden. Jetzt werde ich die Seiten mit kleinen Akzenten aus Spritzern mit Metallicfarbe verschönern. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Seiten auch mit Hintergrundstempel etwas bestempelt. Als einen zusätzlichen Effekt könnt ihr hier solche Rubbelbilder auf Kleber sehen. Kennt ihr solche? Die gibt es zum Beispiel von Tim Holz. So, jetzt möchte ich das fertige Album einmal durchblättern, um euch das in voller Montur vorzustellen, ihr Lieben. Den Albumrücken habe ich in Jeans gehüllt. Ich denke, die Idee ist nicht neu, aber sie hat sich auch schon bewährt.
Was ist noch wichtig? Ah, ich weiß, die Parameter. Das Mini-Album ist ca. 15 auf 13 cm und ca. 4,5 cm breit. Fotos könnten sehr viele untergebracht werden, mindestens 25, wenn man auf jede Seite und jedes Klappelement jeweils nur ein Foto platziert. Aber es gibt ja noch die Einstecktaschen und einen Umschlag. Da können bestimmt noch jeweils 3 bis 5 Fotos, abhängig vom Format, Platz finden. Oder auch andere Erinnerungen können dort untergebracht werden. Übrigens, auf den vorbereiteten quadratischen Fototrägern können Fotos in der Größe von 8,3 cm oder kleiner platziert werden. Damit sind Fotos gemeint, die in Größe händisch geschnitten werden. Auf und unter den Klappelementen im Umschlag und den Einstecktaschen gibt es mehr Fläche und Aufnahmekapazitäten. Dort können theoretisch auch Fotos im Format bis zum 9x13 platziert werden. Obwohl mein Mini-Album ganz klein ist, hat es doch bestimmt trotzdem einen Daumen hoch verdient, oder? Ich würde mich sehr darüber freuen und die Kommentare sind bei mir auch herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich bedanke mich noch einmal bei Jelena Margun für die tolle Idee und Leitung des gemeinschaftlichen Projektes. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, gemeinsam zu kreieren, und das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen, wie ich finde. Euch, meinen Zuschauern, danke ich sehr für die Aufmerksamkeit und freue mich auf euch bei meinen nächsten Videos. Bis bald!